Ich sehe schon die Fliege wieder rumfliegen. Das wird mir wieder das ganze Video kaputt machen. Aber gut, willkommen zu diesem Video. Ich dachte, wir machen nur zwei Sachen. Erstmal mache ich ein paar Saisonprognosen, einfach auch, damit ich in einem Jahr darauf reacten kann, weil das sicherlich ganz schön lustig wird, zu sehen, wie sehr ich daneben lag. Und dann ganz kurz eine Ankündigung. Es gibt an dieser Saison, ich will jetzt nicht sagen definitiv, weil ich kenne mich, aber ich werde es auf jeden Fall probieren, wieder Predictions zu jedem einzelnen Spieltag. Bundesliga und zweite Bundesliga, wenn Champions League ist, auch Champions League und DFB-Pokal auch. Das heißt, zu allem, wofür es auch ein Tippspiel von mir gibt, reisegruppe-suff.de oder reisegruppe-suff.halbzeit.app, könnt ihr euch auch eine App runter. Also es ist gar nicht mehr Werbung, ich kriege nichts dafür, sondern einfach macht mit, weil es macht einfach Spaß zu tippen, so mit je mehr Leute, desto besser. Also macht da auf jeden Fall mit. Und ich kenne mich aber selbst, das heißt, es kann durchaus passieren, dass ich mal ein Video vergesse. Und dann zeige ich euch einfach im nächsten Video, was ich im Tippspiel getippt habe, weil das kann ich ja nicht nachhinein ändern, also wenn das da, ne, dann ich kann es ja nicht davor, generell, was habe ich auch davon, wenn ich das hier irgendwie faken würde, ich bin ja nicht Simon Desue, von daher, ja, das ist so der Plan. Außerdem werde ich einfach die Videos auch genau da machen, wo ich gerade bin, das heißt, im August bin ich am Strand, das heißt, ihr kriegt dann einfach Videos vom Urlaub im Strand, wahrscheinlich vom Urlaub im Strand, im Urlaub vom Strand, so oder so ähnlich. Aber gut, wir fangen an mit den Saisonprognosen. Wir fangen einfach mal ganz klassisch an mit, ich würde gerade Bundesliga, aber zweite Bundesliga ergibt mehr Sinn. Das finde ich auch mal wieder spannender, vor allem was die Meisterfrage betrifft. Aber ich habe mich mal festgelegt und habe gesagt, Werder Bremen wird Zweitligameister. Weiß gar nicht warum, einfach so ein Gefühl. Einfach weil ich mir denke, die sind so von HSV, Bremen, Schalke, irgendwie so mein Gefühl, Bremen ist da irgendwie am stärksten. Und generell habe ich mir gedacht, auch weil es irgendwie schön ist, Bremen, Hamburg und Schalke werden alle aufsteigen. Zumindest werden die drei die ersten drei Plätze belegen, ob das dann mit der Relegation klappt, das weiß ich nicht. Aber das ist ja schön und ich lege mich auch einfach darauf fest, dass das so sein wird. Wer absteigt, also ich weiß nicht so viel von der zweiten Liga, deshalb habe ich das mehr oder weniger geraten und habe gesagt, dass in der zweiten Liga absteigen wird. Rostock, Dresden und, also die belegen die drei letzten Plätze. Ne? Das wird Rostock, Dresden und Nürnberg. Also wie gesagt, vielleicht haben die auch super starke Mannschaften gerade, ich weiß das nicht. Ich weiß halt, Rostock ist aufgestiegen, Dresden ist aufgestiegen, deshalb sind das immer Kandidaten, auch direkt wieder abzusteigen. Und in Nürnberg, weil die Ende letzte Saison, das weiß ich auch, echt scheiße gespielt haben. Von daher habe ich das so gesehen. Gut, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich habe noch gesagt, Terodde wird auf jeden Fall wieder Torschützenkönig. Das heißt, ich glaube, der spielt für Schalke, oder? Nicht für Hamburg, für Schalke. Ja, jedenfalls, der macht das und dann ist auch die Mannschaft, die die meisten Tore schießen wird, ist genau die Mannschaft, bei der er gerade spielt, weil das immer so ist. Gut, dann Bundesliga. Also dann machen wir erstmal DFB-Pokal. Das ist super schwierig zu tippen, wer da gewinnt. Ja, weil ist immer die Frage, wann spielt man gegen Bayern. Ist auch die Frage, wann kommt man ins Finale. Also wer kommt ins Finale oder wer kommt... Das kommt immer darauf an. Ich meine, wenn Dortmund halt immer in der zweiten Runde... Ich glaube, es geht gar nicht. Aber wenn er im Achtelfinale gegen Bayern spielt, dann schwieriger, als wenn sie gar nicht gegen Bayern spielen. Weil wenn Dortmund gar nicht gegen Bayern spielt, dann gewinnen die das Ding. Dazu müsste Kiel aber wieder Schützenhüfte leisten. Nee, weiß ich nicht. Also wer gewinnt das Ding? Ich habe immer wieder auf Dortmund getippt. Weil... Ja, warum auch nicht? Ich hoffe es halt auf jeden Fall. Und warum nicht, ganz ehrlich? Warum nicht? Die sind auf jeden Fall motiviert, das Ding wiederzuholen. Also warum nicht? Und was soll man noch so großes tippen? Ich habe in meinem Tippspiel noch die Frage gestellt, welcher Bundesligist fliegt in der ersten oder zweiten Runde raus? Und ich habe Köln gesagt. So einfach, weil ich mir dachte, Köln ist echt scheiße gerade. Die haben so gerade noch... Also letzte Saison, ich weiß nicht, was sie gerade machen, aber gerade noch so den Abstieg abgewendet und deshalb für mich ein heißer Kandidat auf dieses Wer liegt da raus. Finale getippt, Bayern gegen Dortmund ist halt am wahrscheinlichsten. Halbfinale Bayern, Dortmund logischerweise auch, dazu noch Leverkusen und Leipzig und dann im Viertelfinale dazu noch Wolfsburg, Frankfurt, weil die immer gut sind im Pokal, also naja, nicht immer, manche fliegen so in der ersten Runde raus, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und noch Freiburg, weiß nicht, so der Überraschungskandidat im Viertelfinale, Freiburg. Gut, das ist zum DFB-Pokal. Ich finde, also viel kann man da gar nicht tippen, oder? Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, Torschützenkönig, wahrscheinlich Lewandowski. Ja, wie immer halt. Und dann Bundesliga, dann kommen wir jetzt zum Eingemachten. Danach kommt noch Champions League. Weltmeister, Bayern. Also, ich habe gelernt, man sollte gar nicht versuchen, irgendwas anderes zu tippen. Wenn ja manchmal so, ja, vielleicht ist Dortmund, vielleicht, keine Ahnung, ein guter Kader, wenn die ihr Potenzial aus, sie schöpfen ihr Potenzial aber einfach nicht aus. Sonst nicht so sehr, dass Bayern irgendwie gefährlich werden könnten, leider. Deshalb einfach Bayern. Ich habe in meinem Tippspiel deshalb auch gar nicht die Frage gestellt, wer Weltmeister, weil eh jeder Bayern sagt. Und hat einfach die Frage gestellt, wer belegt die Plätze 2 bis 4. Also nach der Hinrunde und dann nochmal ganz am Ende. Und da habe ich jeweils getippt, Dortmund,
die Dosen, einfach weil es ein obvious choice ist quasi, weil die halt immer da sind. Und dann noch Leverkusen. Also ihr merkt, das sind dieselben Antworten wie wer kommt ins DFB-Pokal-Halbfinale, einfach weil ich das am wahrscheinlichsten finde. Das heißt Dortmund beste Mannschaft in Deutschland, dann kommt Dortmund und ja, es ist Dortmund. Die waren einen Punkt hinter Leipzig letzte Saison, sind in der CL weitergekommen, haben sie im Finale besiegt. Das ist auf jeden Fall Dortmund, nicht Leipzig. Und dann ist Leipzig aber die drittbeste Mannschaft, das heißt, ich werde die immer da ranken. Und dann ist aber, wer ist denn die viertbeste Mannschaft in Deutschland? Das ist auch nochmal spannend. Und das ist halt für mich einfach gerade Leverkusen. Gladbach ist es nicht. Wolfsburg vielleicht. Vielleicht könnte ich Wolfsburg sagen. Ich meine, die sind ja auch in der CL. Vielleicht Wolfsburg. Das könnte auch sein. So. Also, vielleicht wird auch Wolfsburg Vierter. Oder Dritter. Oder Zweiter. Aber ja, gut. So, was haben wir denn noch so alles? Wer steigt ab? Also, wer belegt die letzten drei Plätze? So. Wenn man mir vorher zugehört hat, dann kommt man schnell darauf, dass ich jetzt Köln sagen werde. Das ist ganz genau. Das ist für mich ein heißer Kandidat, 18. zu werden. Und dann noch die beiden Aufsteiger wieder getippt, weil das irgendwie einfach Sinn ergibt. Ich weiß nicht, also Bochum und Fürth, weiß nicht, wie viel die reißen können. Hertha ist auch wieder so ein Kandidat, ne? Wieder sau viel Kohle irgendwie investiert oder immer noch. Also ne, die kriegen ja die ganze Zeit von Lars Windhorst Geld und es wird irgendwie trotzdem nie was. Ich habe auch gelernt, nicht Mainz zu tippen, weil Mainz es immer irgendwie schafft, nicht abzusteigen oder Relegation. Sie schaffen es immer irgendwie. Keiner weiß wie, aber sie schaffen es irgendwie. Und so mehr Kandidaten dafür gibt es meiner Meinung nach nicht. Stuttgart hat sich gut etabliert, Union sowieso. Und ja, Freiburg ist auch so ein Kandidat. Die schaffen es auch immer irgendwie, dann im Mittelfeld zu landen, was auch krass ist. Und ja, so viel dann dazu. Dann noch Torschützenkönig wird natürlich wieder Lewandowski, außer er verletzt sich irgendwie mal länger, aber sonst sollte das eigentlich eine klare Sache sein. Spannend fand ich dann auch, wo findet der erste Trainerwechsel statt. Das werde ich vielleicht nochmal ändern, aber momentan habe ich da Hoppenheim stehen, weil, naja, letzte Saison war jetzt vielleicht das, was man sich vorher ausgemalt hatte. Welches Team erhält die meisten gelben Karten? Da habe ich Frankfurt getippt, ne, einfach wie letzte Saison. Zweitbeste Torschütze wird dann wahrscheinlich Haaland, wenn er nicht wechselt. Und so, ja, das sind so die Prognosen. Ich weiß nicht, was man noch so alles tippen kann. Vielleicht, wer erreicht die Europa League? Seht ihr, Fliege, ich hab's gesagt. Union, die machen das wieder, weil die saustarke Transfers gemacht haben. Ich traue denen das auf jeden Fall zu. Und Frankfurt auch wieder. Und dann haben wir noch Conference Cup, ne? Das wird dann einfach Gladbach. So, ich weiß nicht, Gladbach traue ich in der Saison gar nicht mal so viel zu. Gut, und dann noch Champions League. Wer gewinnt die Champions League? Das ist extrem schwer zu tippen, wie ich finde, weil es jeder machen kann. Quasi, also nicht jeder, sondern jeder von denen, die halt da oben sind quasi. So Man City, also irgendwie die ganzen aus England, außer Arsenal und Man U, weil die einfach kacke sind. Und natürlich Bayern könnte es auch werden, PSG, Juve, also ihr wisst ja, die ganzen Dauerfavoriten quasi. Aber ich leg mich mal fest und sag, es wird PSG, weil die einfach, ihr habt es ja auch mitbekommen, einen richtig starken Kader haben. Ich meine, so nach Ruhm ablösefrei zu verpflichten, das ist halt schon krass. Dann noch Ramos, ich weiß nicht, wie gut der noch ist, der ist halt auch schon ziemlich alt. Ronaldo aber auch und der ist immer noch krass. Hakimi noch geholt und noch irgendwen, ich weiß es gar nicht mehr. Also die haben auf jeden Fall einen richtig krassen Kader. Ich meine, da ist halt immer noch Mbappé und Neymar. Also das ist schon nicht schlecht. Gegen wen sie im Finale spielen werden, kann ich jetzt beim besten Willen nicht sagen. Da müsste ich jetzt raten. Ich sage einfach mal, es werden meine Wölfe. Das wird auch krass, oder? Meine Wölfe im Finale. Nee, gute Frage. Ganz ehrlich, gute Frage. Manchester City. Das ist irgendwie so, liegt mir so im Kopf. Ergibt keinen Sinn, aber ist so. Halbfinale, kann man alles nicht so wirklich tippen oder es ist halt sinnlos. Das heißt, sinnvoll ist quasi, oder interessanter vielleicht, wie weit kommen die deutschen Mannschaften. Ich sag mal, Bayern kommt ins Halbfinale. Das traue ich denen auf jeden Fall zu in der Saison. Lassen wir es einfach so im Raum stehen. Dortmund kommt wieder ins Viertelfinale und verliert dann unverdient gegen Manchester City. Wolfsburg, leider Gottes, wenn ich es ernsthaft tippen muss, dann Vorrunde. Für Wolfsburg. Es kommt natürlich auch immer auf die Gruppe an, in der man ist. Vielleicht wäre es sinnvoller, das Ganze zu tippen, wenn die Gruppen schon ausgelost sind. Aber so sage ich einfach mal Gruppenphase oder Vorrunde. Und die Dosen kommen ins Achtelfinale mal wieder. So ist das für mich.
Und das war's so von meinen Predictions. Ich wette, das hat sich jetzt keiner bis zum Ende angeguckt. Wenn doch, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Das interessiert mich jetzt wirklich brennend. Interessanter wird es auf jeden Fall zu sehen, wenn ich in einem Jahr darauf reacte. So, was ist denn dann tatsächlich passiert? Seht ihr die Fliege? Die fliegt genau hier vors Objektiv. Naja, tatsächlich wird es interessant sein, dann zu sehen, was passiert ist und was ich vor einem Jahr gesagt habe, was passiert. Wenn am Ende fliegt PSG irgendwie in der Vorrunde raus oder was auch immer, irgendwas passiert, was ich so gar nicht getippt habe. Schalke steigt in die dritte Liga ab. Würde es mich wundern? Nein, das nicht. Deshalb. Ja, wird interessant zu sehen sein. Danke fürs Zugucken an die zwei Personen, die jetzt hier immer noch dabei sind. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch...